Hallihallo, meine Wunderhübschen, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute das allererste Get Ready With Me Video für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich schminke mich heute mal mit euch zusammen. Und diesen Look möchte ich für euch heute zaubern. Ein bisschen quatschen nebenher, das finde ich ganz schön. Dann habe ich nicht das Gefühl, das immer alles für mich allein tun zu müssen. Und ihr habt vielleicht auch noch ein bisschen was davon. Also viel Spaß beim Video. So, meine Wunderhübschen, mein Gesicht habe ich bereits vorbereitet mit dem Primer von NYX. No Filter heißt der, er ist so ein hautfarbener Primer. Zieht eigentlich ganz gut in die Haut ein, aber ich bereite das immer sehr, sehr gerne vorher schon vor, damit ich wirklich nachher sehr, sehr schön mit der Foundation arbeiten kann. So, als Foundation habe ich mir heute zwei ausgesucht, die ich miteinander mischen werde. Die eine habe ich euch ja letztens schon vorgestellt in einer Präsentation, und zwar ist die Shiseido Synchro Skin Glow, und die zweite ist die Superstay von Maybelline 24 Stunden Foundation, und ich versuche heute mal die beiden miteinander zu mischen. Ich verwende sie 50-50 und bin gespannt auf das Ergebnis und versuche diese Foundation, den Effekt von dieser Foundation einzufangen und die Haltbarkeit von dieser Foundation sozusagen miteinander zu kombinieren, und ich versuche mal, ob das klappt. So, ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen von der hier drauf auf die Hand drücken. Ich hoffe, es wird nicht zu viel, aber wir werden sehen. Dann diese mit diesem schönen Spender, da gebe ich jetzt einfach nochmal so viel dazu. Und verwenden tue ich heute nochmal meinen alten Blender, weil der so schön wunderbar weich ist. Also ich mische die beiden Foundations jetzt auf meinem Handrücken. Und ich hoffe, 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 dass sie nicht von ihrem Glow verliert. Die Shiseido Skin Glow, Synchro Skin Glow. Ich verlinke euch beide Foundations mal in der Infobox. Wie gesagt, die eine ist keine ganz so teure, aber die andere ist halt dann doch schon mal ein bisschen mehr im Anschaffungswert. Aber ich finde trotzdem, es lohnt sich, die Synchro Glow einfach mal auszuprobieren. So, dann fange ich mal an, das Ganze einzuarbeiten. Und ich werde jetzt einfach mal vorspulen, ja, ein bisschen den Schnelllauf einschalten, damit ihr nicht eine halbe Stunde beim Make-up-Einarbeiten zuschauen müsst. So, ich finde eigentlich, sie hat noch ein bisschen von diesem Glow. Es ist nicht mehr wie im Original, aber es lohnt sich definitiv, beide miteinander zu vermischen. Ich sehe hier gerade, die Foundation kommt durchaus viel, viel weißer rüber in der Kamera, aber die ist gar nicht so hell, wie sie jetzt auf meinem Gesicht aussieht. Also sie ist definitiv absolut passend zu meinem Hautton. So, und ich muss sagen, ich bin mit dem Endergebnis absolut zufrieden. Seht ihr den Glow, den Schimmer, den sie trotzdem noch hinterlässt? Sie wirkt nicht mehr ganz so glänzend, wenn man sie frisch aufgetragen hat, aber sie hat trotzdem noch diesen gewissen Glow, und das finde ich sehr, sehr schön, und das wollte ich eigentlich auch bezwecken.
Ich werde mal in Zukunft noch ein bisschen herumexperimentieren, ob ich vielleicht den Prozentsatz von der Skin Glow, ob ich den einfach noch ein bisschen erhöhen kann und trotzdem mit etwas weniger von dieser Foundation, also dass man jetzt mal sagen 70% von der und 30% von dieser Foundation, dass man sie trotzdem haltbar hinbekommt und den Glow nicht verliert. Also mit diesem Ergebnis bin ich jetzt schon mal zufrieden. Auf dem Handrücken, ja, schimmert es auch so leicht. Man kann es jetzt in der Kamera kaum sehen, aber es ist gut in die Haut eingezogen. Es verbindet sich jetzt und ich werde das Ganze jetzt ein bisschen setten lassen, bevor ich weiterarbeite. Ihr Lieben, ich habe jetzt die Foundation ein bisschen setzen lassen, habe mir in der Zwischenzeit schon von Art Deco den Eyeshadow Primer aufgelegt, habe den auch schon ein bisschen anziehen lassen und wir machen weiter mit der Art Deco. Das ist eine kleine Palette, die habe ich mir zusammengestellt aus meinem Adventskalender. Da war die drin und es waren auch zwei Lidschatten da. Wie mir gefällt, sehr, sehr gut gefällt, sind zwei Lidschatten drin gewesen in einem Grauton und in einem silbrigen Grauton. Ich verwende heute diesen silbrigen Grauton in der Farbe 340 und zwar steht noch dran, ist ein Longwear Eyeshadow, das heißt, er wird lange halten, ich hoffe es sehr. Wir probieren das Ganze aus, ich gebe mir ein bisschen mit dem Schwämmchen auf das bewegliche Augenlid. Und ich finde auch, er lässt sich eigentlich ganz gut verarbeiten. Ich verblende das noch richtig. Das sieht ja sonst wirklich ein bisschen wie angemalt aus. Aber ich finde wirklich, er hält eigentlich ganz gut. So schon allein vom Auftrag her kann man das schon so ein bisschen verstehen, dass der vielleicht so ein bisschen länger halten wird. Der ist irgendwie anders im Auftrag wie ein normaler Lidschatten. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut die Farbe. Es ist eine schlichte Farbe. Ich muss sagen, ich finde Grau eigentlich überhaupt keine graue Mausfarbe, sondern ich finde Grau, gerade dieses Grau, was doch so ein bisschen ein kühleres Grau ist, finde ich sehr, sehr edel. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, als nächstes nehme ich meinen neu erworbenen Blush. Ich funkel hier nochmal schnell ein bisschen. Oh, schön. Okay, ich nehme meinen Blush und ich verwende jetzt ein bisschen ein helleres Rosé. Also ich gehe hier Richtung Highlighter und verblende sozusagen diesen grauen Lidschatten mit diesem hellen Rosé aus. Versuche einen schönen Übergang zu schaffen. Ui, ich sehe, sie lässt sich gar nicht so gut verblenden. Die hat so einen Halt, dieser Lidschatten, diese Farbe. Man muss ein bisschen mehr aufdrücken. Ich gehe nochmal ganz, ganz kurz, tupfe ich nochmal in diese graue Farbe hinein, um es noch ein bisschen verblenden zu können. So, nochmal in die helle Farbe. Bei der anderen Seite. Ich merke, ich muss hier ein bisschen kreisen. Ja, jetzt wird's. Jetzt wird es. So, ich finde die Kombination Rosa und Grau eigentlich wirklich ganz, ganz toll. Und ich mache weiter mit meinem LOV Eyeliner. Das sind übrigens wirklich für meine Begriffe die besten Eyeliner, die ich kenne. Sie sind aus solchen kleinen, feinen Pinselhärchen. Ich habe heute hier die Farbe 110 Grey Allure. Das ist ein wunderschöner Grauton.
Ja, er ist nicht zu kräftig wie das Schwarz, aber zieht wirklich doch eine sehr, sehr feine Linie. Ich habe den jetzt schon seit mehreren Monaten und habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie einen Ansatz von Eintrocknen macht, gar nicht. Und ich habe ihn in der Farbe Schwarz, ich habe ihn in der Farbe Braun und ich habe ihn eben, wie gesagt, in diesem schönen Grün, Quatsch, Grün, Grau, in diesem schönen Grau. Und ich ziehe meinen Lidstrich wieder ganz, ganz eng am Wimpernkranz entlang. Ach so, ich wollte euch ja noch erzählen, was mir an diesem Eyeliner so gut gefällt. Und zwar, diese Spitze ist keine Spitze aus Schwämmchen, sondern es ist eine Spitze. Moment, ich muss mich konzentrieren. Das ist eine Spitze aus fein zurechtgeschnittenen Pinselhaaren. Man kann das überhaupt nicht gut erkennen, wenn ich euch das jetzt so zeige. Aber es sind ganz feine, spitz zurechtgeschnittene Pinselhärchen. Und die machen den Auftrag so wunderbar. Und machen auch, dass der so eine sehr gleichmäßige Farbabgabe hat. Gefällt mir wunderbar. Ich bin immer wieder glücklich, dass ich die gefunden habe. Die sind einfach schön. Ja, man kann einen wirklich exakten Lidstrich damit ziehen. Ja, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Hält auch Bombe, ja. Also wenn ich jetzt hier drüber gehe, verschmiert nichts, hält wirklich lange und ich muss den abends auch wirklich gut abwaschen mit einem Abschminktuch. Das braucht immer ein bisschen, ehe der abgerieben ist, aber das ist ja eigentlich wirklich schön. So. Wir machen weiter unter den Augen mit meinem Concealer von Rivaldi Loop in der Farbe 01, also die hellste Farbe. Und ich versuche mal so ein bisschen die Augenringe zu verdecken. Nicht so sehr, weil man soll ja auch gesehen, dass ich gearbeitet habe oder dass ich vielleicht eine heiße Nacht gehabt habe. Das kann man ruhig sehen oder zumindest denken. So. Hier hinten die dunklen Schatten auch unbedingt noch mal ein bisschen Concealer drauf geben. So, für alle, die schon ein bisschen Fältchen haben, beim Schminken bitte immer ernst gucken. Den Spaß haben wir trotzdem, aber wir wollen ja nicht, dass sich alles so schön in die Fältchen hineinsetzt und hineinkriecht, sondern wir wollen ja wirklich dass es sich die Foundation, der Concealer alles schön setzt und ja, es sieht den ganzen Tag auch so hell, wie wir es aufgetragen haben. So, jetzt bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Wir machen weiter mit dem Blush. Ich nehme auch wieder ein helles Rosa. Und zwar gehe ich hier vorne in die Palette hinein. So, seht ihr das hier? Hier seht ihr übrigens meinen PC, mit dem ich filme. So, ich gehe hier rein und tupfe vorsichtig. Heute mache ich ein wenig. Lieber ein bisschen weniger. Verteile das nochmal.
So. Wunderbar. Weiter geht's mit meiner heißgeliebten Mascara, die ich von meiner lieben Freundin zugeschickt bekommen habe. Liebe Freundin, nochmal danke dafür. Ich hätte mir die wahrscheinlich nie gekauft, die Catrice Glam & Doll. Aber du hast sie mir geschickt und ich verwende sie tatsächlich total gerne. Und ich mag das einfach. Und die Augen werden so schön ausdrucksstark, die Wimpern so schön lang. Sie lässt sich gut abschminken. Und sie ist nicht wasserdicht, das habe ich in einem meiner letzten Videos gesagt, sondern sie ist wasserfest. Und macht für meine Begriffe wirklich Wimpern wie angeklebt. Ich biege das immer noch mal so ein bisschen hoch und schaut jetzt mal meine Augen an, wie unterschiedlich das ist. Wahnsinn, ich finde das immer wieder irre. Über was für kleine Dinge wir Frauen uns freuen können. Über lange Wimpern, Wahnsinn. Jetzt nach unten tuschen. Ich muss jetzt hier einfach mal den Spiegel dazu nehmen, weil ich sehe das über die Kamera, ich sehe das über den Bildschirm nicht. Für die Schönheit auch noch einen Schluck Tee. Unbedingt. Ihr müsst dran denken, viel zu trinken. Ich gewöhne mir das jetzt auch an, liebe Kirsti. Gut, dass du noch mal gesagt hast, dass ich mehr trinken soll. So, diese schöne Tasse übrigens, falls ihr euch fragt, wo ich die her habe, die habe ich vom Rossmann. Guckt mal in der Tassenabteilung, wenn die euch gefällt. Ich finde die ganz schick. Ich habe mir da, glaube ich, 4 oder 5 Stück gleich davon gekauft. Sind riesig groß. 400 Milliliter passen da rein. Also, toll. Und trinken tue ich momentan Lipton, Apfel, was steht da? Apfel Breeze, nee. Alps Breeze, nein. Ich habe gedacht, es wäre Apfelminze. Trinken tue ich hier einen Minztee. Alps Breeze steht drauf. Also schmeckt total lecker. Ich liebe Pfefferminztee. Der bekommt mir total gut. Und ja, so, jetzt sind wir schon fast fertig. Als Lipgloss habe ich mir ja für heute ausgesucht von Art Deco die 199A Glam Stars Lipgloss. Das ist ein schimmernder Lipgloss, enthält wirklich schöne, hübsche Schimmerpartikel und wie ihr sehen könnt, eine sehr natürliche Farbe. Sehr schön. Sieht sehr gut aus, gefällt mir wirklich gut. Ach, ich glaube, heute verwende ich mal wieder das von Guerlain. Einen schönen, sehr gut riechenden Puder mit leichten Schimmerpartikeln. Es ist ein kleiner, feiner Puder, der so ein bisschen schimmert, ein bisschen glitzert. Aber man sieht es, glaube ich, in der Kamera nicht. Aber den gebe ich mir jetzt trotzdem einfach mal auf. Das ist so eine kleine Reisepackung. Man tupft so ein bisschen drüber. Und ja, sehr, sehr schöner Puder. Kein preiswertes Produkt. Es ist dieser Meteoritenpuder. Ich zeige euch das mal, falls ihr das erkennen könnt. Meteorite von Guerlain, also ein Reisepuder, wie hier steht, also eine Reisepackung und gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe den auch als losen Puder noch da mit solchen kleinen bunten Puderperlen und ich finde den einfach ganz, ganz toll. Verwende den gerne mal so für ein Abend-Make-up und ja, ich finde, ich bin jetzt für den Tag fertig. Mir gefällt der Look eigentlich ganz gut.
sagt mir doch mal, wie ihr den Look findet, ob ihr ihn natürlich findet oder ob ihr ihn für ein Tages-Make-up zu dunkel auf den Augen findet. Das würde mich mal interessieren. Also zu meiner Kleidung und zu dem, was ich sonst so trage, passt das, glaube ich, eigentlich ganz gut. Außerdem habe ich heute auch einen freien Tag und gehe nicht auf Arbeit, sodass ich auch vielleicht mal ein bisschen kräftigeres Make-up tragen kann. So, meine Lieben, damit ist der Look fertig. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Mein erstes Get Ready With Me. Ich hoffe, ich werde das öfter mal machen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Man kann nebenher so ein bisschen plaudern. Ich habe nicht das Gefühl, so allein zu sein, mich alleine schminken zu müssen, sondern ich habe das Gefühl, ihr schaut mir schon zu, obwohl das Video noch gar nicht online ist. Aber das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl und ich mache das sehr, sehr gern. Wenn euch das auch gefällt, ihr Lust auf ein neues Get Ready With Me habt, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter, insofern ihr heute schönes Wetter habt, wenn ihr das Video schaut. Für was für kleine Dinge wir Frauen uns. So, ihr Lieben, das war mein erstes Get Ready With Me. Heute bin ich nicht empfindlich.